Sie sehen gleich dann die Arbeit von mir mit Frau Urban. Frau Urban kommt mit einem Anliegen. Sie braucht offensichtlich viel und findet es problematisch und belastend für sich und will jetzt nicht rauchen mehr, also Nichtraucherin werden. Gleichzeitig aber, wie sich auch im Interview dann zeigt, ist es kombiniert mit intensivem Alkoholgebrauch, der wohl in ihrer Berufssituation auch bei anderen, mit denen sie kooperiert, sehr häufig ist, sehr üblich ist. Und insofern, wie das miteinander zusammenwirkt und wie wir da diese Themen aufgreifen und damit arbeiten, das können Sie jetzt gleich sehen. Trotzdem wäre es dann denkbar, dass Sie sogar was trinken, aber trotzdem dann weniger die Zigarette dazu nehmen, wenn Sie das mehr vergegenwärtigen könnten abends, oder hätte das gar keinen Einfluss? Wäre denkbar. Also, dass ich dann trinke und nicht rauche? Zum Beispiel. Also, ich meine, jetzt gerade fühlt es sich für mich sehr, sehr schwer an, dass dann natürlich auch nicht irgendwann, ne, die Stimmung lockerer wird und dann natürlich auch so der Gedanke vielleicht auch gar nicht mehr so ernst wäre diesbezüglich, dass am nächsten Tag dann... Dann tritt der Gedanke wieder zurück, ja, sozusagen. So, und ich glaub, geht mal spielen, Gedanken sozusagen, ja, mit frischer Luft. Ja. Ja. Naja, wissen Sie, ich frage deswegen auch, weil ich habe es so verstanden, ist das so ein sozusagen kombiniertes Duo sozusagen, Alkohol und Zigaretten, wenn ich es da recht verstehe, dass wenn das dann so ist, so verstehe ich Sie jetzt, also wenn die zusammen, also wenn der Alkohol dabei ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für die Zigarette extrem hoch, so habe ich Sie verstanden. Ja, ja. Das wird ja dann, wenn Sie das Ziel erreichen wollen, frei sich zu befreien von Zigaretten sozusagen, so, dann wäre das ja eher dann möglich, wenn Sie auch, sagen wir mal, den Alkohol weniger in Ihrem Leben so Einfluss geben würden. Aber das ist natürlich dann unglaublich schwer für Sie, wenn der berufliche Kontext halt einfach so ist. Also da, wissen Sie, kann ich auch verstehen, wenn das bisher noch nicht so geklappt hat. Das ist ja wirklich sauschwer für Sie, muss man einfach sagen. Ja. So, und ich verstehe das und ich werde Sie unterstützen, da können Sie sich drauf verlassen, aber damit man Sie nicht da überfordert und sagt, jetzt reißen Sie sich doch am Riemen, weil Sie haben ja selber alle diese Argumente, die vernünftigen sozusagen Argumente, naja, aber obwohl die so, wenn man es auf den ersten Blick hört, so gewichtig erscheinen, in der Umsetzung abends sozusagen, der Tag geht, Johnny Walker kommt, in ihrem Fall nicht Johnny Walker oder sonst was, aber so, dass das verdammt schwer ist. Muss man sich einfach nichts vormachen. Ne? Ja. Und da habe ich auch mein vollstes, da können Sie, habe ich vollstes Verständnis für Sie. Das ist nicht einfach so in der Form. Ja. Damit es ein bisschen anders werden könnte, finde ich, müsste man noch mal ein paar Sachen gucken. Weil gucken Sie, wenn ich jetzt so, das ist ja eigentlich etwas, was gar nicht vom bewussten Willentlichen hergesteuert wird. Bewusst willentlich, das sind Sie ja ganz klar, das sollte ich weglassen, das ist also, da haben Sie 30 Argumente sofort, da kann man nur nicken und sagen, genau. Wenn das ausreichen würde, und da steht noch auf der Zigarette vielleicht, Rauchen ist tödlich und so, naja, das hat auch noch nicht gereicht. Ne? Also wird es ja von einer anderen Ebene gesteuert. So in meiner Fachsprache, da nennt man das unwillkürliche Erleben. Es geschieht ganz unwillkürlich, ob ich will oder nicht so. Und Sie sagen das ja auch so mit so automatisierten Sachen, ist ja, da muss man gar nicht viel machen, da geht es wie von allein. Ne? So, da gibt es sogar in der Hypnotherapie zum Beispiel, nennt man das eine spontane Handlevitation. Ne? Da sitzt dann jemand da und kriegt vielleicht Einladung und ihre Hand kann sich von allein heben und zu ihrem Gesicht gehen. Ah, das läuft bei Ihnen auch. Das ist wie eine Trance. So irgendwie. Sitzt dann da, ach, da kommt eine Hand, komischerweise. Ja. Jetzt hat sie ja noch eine Zigarette dran. Und was macht denn die Hand? Die steckt sie mir in den Mund. Was ist denn hier los? Und so ähnlich. Und sie stehen dabei, wie wenn... Aha, was heute wieder mit mir gemacht wird, so. Genau. Ja. In gewisser Weise, ne? Ja. Und so. Und da ist überhaupt kein willentlicher, wirksamer, erfolgreicher Einfluss dann da. So. Und dann ist es eigentlich sehr wichtig, dass man sich mal damit beschäftigt, was in ihrem unwillkürlichen Erleben kann denn das so stark einflussreich werden, dass alle ihre vernünftigen, klugen Argumente, die sie gerade hervorgebracht haben, praktisch kaum noch eine Relevanz habe oder gar keine mehr und sie praktisch denn so wie fremdgesteuert werden. So. Das kann nach allen Erfahrungen, die ich habe mit solchen Sachen, nicht blöd sein.
So. Und dann kommt ja noch dazu, wenn sie jetzt aufhören würde, würden sie auf was verzichten. Ne? Müssen wir mal gucken. Also wenn ich jetzt einfach so, und da lade ich sie mal ein, kurz so in sich reinzuspüren, was es für Wirkung in ihnen auslöst. Wenn ich jetzt das mal übernehme, dass er, so, sie hören jetzt auf mit dem Rauchen. Aufgehört wird mit dem Rauchen, aber fertig. Aufgehört, und zwar am besten für immer, mit dem Rauchen wird aufgehört. Ganz aufgehört. Was löst es in ihrem Organismus aus? Angst, also ich merke da so ein Gefühl von so. Aha. Wie wenn sie irgendwie von großen Händen gegrapscht werden oder was, oder? Nee, wenn mir was weggenommen werden soll. Aha. Ah ja, und offensichtlich nichts, was wo, also wenn sie sagen, Gott sei Dank wird mir das weggenommen. Ach, wie befreit. So ist es ja nicht, sondern eher wie? Ja, es ist so, also na, wenn sie das eben so sagen, so dann kommt in mir das Gefühl auf, so. Also so von, ja, es wird mir, irgendwas wird mir jetzt weggenommen. Mhm. Und, aber ja, also klar, auf der anderen Seite ist natürlich so das Gefühl von, dann werden diese Lungenschmerzen nicht mehr da, so, dann... Jetzt kommt der Kopf wieder und da haben Sie ja recht. Aber in der ersten unwillkürlichen Reaktion entsteht Angst, wenn ich recht verstehe. Mhm. Na, wenn das sowas Tolles wäre, da würde Freude entstehen und nicht Angst. Mhm. Ne, was zu wem gefühlt sozusagen, zu wem werden Sie denn dann, wenn Sie da sowas weggenommen kriegen würden? Wäre das so, wenn Sie beraubt würden oder wenn Sie, fühlen Sie sich dann stärker und größer oder eher kleiner und ausgelieferter? Ja. Kleiner und ausgeliefert. Aha. Ja. Und wenn man das jetzt sinnbildlich machen würde, was ist denn das, was Ihnen weggenommen wird? So, das ist ja offensichtlich was Wertvolles. Ja, ist irgendwie, weiß ich, so ein Gefühl von Sicherheit. Aha, ein Gefühl von Sicherheit. Und wären Sie eher auch vom gefühlten Alter jünger oder älter, wenn Ihnen das weggerissen würde? Und sie sozusagen ihrer Sicherheit beraubt wären, sozusagen. Ja, so. Jünger. Jünger, wie jung? So Anfang Pubertät, aha, 14, aha. Sowas. Ah ja. Und das, ja, das ist ja so, als ob dann die Zigarette, da denkt man, es geht um Zigarette, das ist ihr Sicherheitsbeauftragter. Fast so ein bisschen, kommt man so. Also es gibt ihnen Sicherheit. Und so. Also heißt es, als ob sie sich dann schutzloser fühlen, wenn ihnen das weggenommen würde? Irgendwie allein, ne? Allein. Ja. Also, ist so, also die Zigarette ist auch ein sozialer, ja, also genau. Ein Netzwerkhelfer oder sowas, ein sozialer, ein Verbindungshelfer. Ja, genau. Und nicht zu irgendwelchen Leuten, sondern nicht nur zu lauter Leuten, was so, Gott sei Dank habe ich die nicht mehr, sondern etwas Wertvolles, wenn ich es recht verstehe. Kann man das so sagen? Naja, also es ist so. Es ist so witzig, weil ich jetzt gerade so hier so bin und so mein Glas in der linken Hand habe, meine Zigaretten in der rechten. Und so geht das dann auch, ne? Aber dann frage ich mich halt so, ich kann ja nicht in eine Bar gehen und dann so dastehen und hier so ein Pantomime. Wieso nicht? Das muss doch gar niemand merken. Also jetzt stellen wir uns mal vor, Sie sind mit dem Glas in der Hand da und Ihre rechte Hand würde einfach so graziös, ästhetisch, angenehm, so sich so zeigen und sich so verhalten, quasi als ob ganz subtil da drin eine imaginierte Erinnerungszigarette wäre. Mhm. So. Sie könnte sogar nach außen testen, ob das überhaupt irgendjemand auffällt, weil die meisten Leute fällt es ja gar nicht auf. Aber Ihnen, Sie wissen es. Mhm. Und wenn Sie sich so vorstellen, in der linken das Glas und mit graziöser, ästhetischer, hilfreicher Bewegungsgestik und so weiter, erinnert Sie das umso wirksamer daran, an Ihre autonom imaginierte, sozusagen, also die imaginierte Zigarette, die genau das auslöst und wo andere vielleicht überhaupt nicht mal merken, was sie für eine künstlerische, kreative Kombination machen. Und wenn sie es merken, vielleicht allmählich sie sagen, gell, da guckst du, hättest du nicht gedacht. Bin halt ein bisschen kreativer, als du dachtest und so in der Form.
und das Glas in der Hand und das stützt es sogar noch, so in der Form. Und so wäre das denkbar. Und ich habe den Eindruck, ihr kluges Unbewusstes hat schon verstanden, dass das zurzeit eine besonders hilfreiche Kombination wäre, sodass das eine das andere unterstützen kann und mehr zur selbstverständlichen, quasi automatisierten Variante wird, die sie würdigt. Man sieht es schon richtig angenehm zu sehen von außen, wie sich ihre Körperhaltung verändert, wie sich ihr Kopf erhebt sozusagen. Eine mit erhobenem Haupt kompetente, flexible, kreative, elegante Frau sich in die Begegnung begibt, unterstützt mit einem Glas und dabei ganz klar zeigt, ich habe Entwicklungskompetenz, die ich mir nicht einmal früher selbst zugetraut hat, die aber in ihrem unbewussten Wissen schon da war und die jetzt wirksam, wirksam lebendig wird. Wie fühlt sich das an in Ihnen? Ja, also... Also tatsächlich so gut, dass es mir schon fast unangenehm ist, dass das ja gerade so eine Wirkung hat. Unangenehm in welcher Weise? Naja, ist so, also fast schon so ein bisschen schambehaftet, dass das so, also dass das jetzt gerade so geklappt hat mit der Vorstellung. Da müsste ja fast eine Entschuldigung, dass es geklappt hat, oder? Ja, also. Tja, Sie sind halt, Sie haben mehr drauf an Fähigkeiten, als Sie dachten. In Ihrem Unbewussten sind ganz viel mehr Fähigkeiten, die aber dadurch frei werden und die einen vielleicht überraschen kann, die einen vielleicht sogar bewegen können. Ne? Was taucht denn jetzt auf? Ja, also überrascht mich einfach, dass da so eine, so dieses Gefühl entstehen kann. So. Das berührt Sie ja sehr. Ist das eine angenehme oder eher eine Belastung? Ja, ja, doch, doch. Also, okay. Ist auf jeden Fall angenehm. Das ungewohnt. Und ich finde es toll und das, ich finde, Sie haben es verdient, weil für mich zeigt es, dass längst viel mehr an Fähigkeiten, an anerkennenswerten, kreativen Möglichkeiten Ihnen da ist, als in Ihrem... Also so wie es jetzt gelaufen ist mit Frau Urban, hätte ich die Erwartung, das sind jetzt Erfahrungswerte, die ich sehr oft habe, dass es günstig weitergehen würde, dass Sie, und zwar gerade mit dem, was wir in der zweiten Sitzung wieder aufbauen konnten, nämlich mit Alkohol verbunden, dass Sie das Rauchen deutlich reduziert und dadurch immer mehr Selbstachtung, Selbstwürdigung und Selbstkompetenz erleben kriegt. So, dass, also bezogen aufs Rauchen wäre ich da ziemlich optimistisch, muss ich sagen. Also ich würde mal sagen, ich würde einschätzen, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit mindestens wird sie das Rauchen in gewünschter Weise verändern. Mit dem Alkohol, naja, also wenn man jetzt meine Sprachmuster nimmt, die ich die ganze Zeit, was habe ich, habe von Versklavung geredet, von sich unterwerfen lassen. Sie hat eine starke autonomieorientierte Seite. Deswegen wähle ich gezielt solche Worte, um sozusagen ein bisschen unattraktiver dieses Rauchmuster. Wenn sie sich dem ausliefert, wenn diese beherrschen, lauter solche Dinge habe ich gemacht und dann sogar extra noch, ich gebe einen Toast aus dafür, dass ich mich wieder willenlos oder ausgeliefert mache, versklaven lasse, Versklavung, ich komme. Da könnte man denken, das ist gerade so spielerisch. Meine Erfahrung ist, zumindest auf der unwillkürlichen Ebene, wie ein Echo. Wenn es wieder läuft, das Muster, ich nenne das manchmal Garnierung des bisherigen Musters. Ich stelle es nicht in Frage. Ich dekoriere es nur mit solchen Sachen. Das vernetzt sich aber und das erhöht Motivation.
In der Suchttherapie gibt es dann sogenanntes Konzept der motivierenden Gesprächsführung, Motivational Interviewing und so weiter. Das kann ich natürlich auf andere Art auch machen. Meine Form der Motivationsgestaltung, die sich sehr bewährt hat, geht auch, das ist kein Entweder-Oder, aber geht ganz stark auch in diese Richtung. Und das motiviert so, verdammt nochmal, will ich mir das weiter antun. Das heißt, wenn sie jetzt mehr Erfolg hat in diesem Kombinationsmuster, erlebt, verstärkt es ihre Selbststeuerungs-, ihre Autonomie-Erlebnisse und damit wird sie zu einer anderen Person. Würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn dann Leute, die das sehen, sagen, ja, was macht denn der? Da trinkt sie ja immer noch. Ja, das ist ja gefährlich, wenn sie noch trinkt und dazu irgendwie. Wir haben es ja gesehen. Ich habe erst mal auch sogar versucht, das Trinken in der zweiten Sitzung mehr sozusagen ein bisschen in Frage zu stellen und sie da in Richtung zu bewegen. Da habe ich eine klare eine vor den Latz gekriegt, sozusagen. Die Nummer kaufen wir nicht, ne? Man konnte sehen, ihre Physiologie hat sich verändert, sie wurde richtig wieder angespannt und verkrampft. Und als ich ihr dann aber Angebot habe, das kann man sofort wieder utilisieren, das ist kein Problem. Für mich ist das kein Problem, sondern ein klares Zeichen einer autonomen Person. Zurzeit kann ich auf das und das eingehen und das passt überhaupt nicht. Lass die Nummer weg. Also nehme ich das ernst. Nicht ich führe, sie führt und sie führt durch diese Rückmeldung. Und als ich dann daraus mit ihr zusammen entwickelt habe, naja, dann machen wir halt sozusagen das gewünschte Erleben, dafür hatte ich nur einen Auftrag, mit dem Rauche verbunden mit, das war richtig sehen, wie sie aufgeblüht ist, richtig. Also richtig, oh ja, wow und so weiter. Und dann wird sozusagen das Trinken ein anderes Trinken. Das Trinken wird jetzt zu einer kompetenzförderlichen Maßnahme für was anderes. Meine Erfahrung ist, dass über kurz oder lang, das kann aber auch länger dauern, zumal in ihrem Berufsfeld, dann allmählich sie zu einer Person wird in der dynamischen Weiterentwicklung, die dann auch das Trinken nochmal neu differenzierter anschaut und sagt, muss ich so? Und das habe ich mit mindestens 20 Angebote versucht, differenziert anzubieten, dass sie nach dem zweiten oder dritten Glas sagt, das reicht's. Und wenn sie mal nach dem zweiten, dritten Glas sagt, es reicht, dann ist es nicht weit, dass sie nach dem zweiten Glas sagt, es reicht. Und dann ist es nicht weit, dass sie nach dem ersten Glas sagt, so irgendwie. Ich glaube nicht, dass sie aufhören wird. Jedenfalls nicht mittelfristig. Vielleicht noch nicht immer langfristig mit dem Alkohol. Aber dann kann ich natürlich wieder fragen, ja Gott, dann ist sie doch in guter Gesellschaft von, was weiß ich, 80% unserer Gesellschaft. Ist das dann ein Problem? Wer wäre ich, mir anmaßen zu wollen, das zu pathologisieren, wenn sie in einer für sie stimmigen, sozialverträglichen Weise auch Alkohol konsumiert, wie Millionen andere Leute, dann habe ich nicht in der Rolle eines Therapeuten das Recht, irgendwie da mich einzumischen.